Wahlkampfauftakt in Oberbad mit dem Burgenlandfest in der Messehalle. Was nicht selbstverständlich und tatsächlich phänomenal ist, die Anzahl der Burgenländerinnen und Burgenländer, die im wahrsten Sinne des Wortes aus allen Bezirken herbeiströmten. Publikumsmäßig haben Hans Nistl und die SPÖ den Musikantenstadl glatt getoppt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, es ist unglaublich, wie viele Menschen hier nach Oberwart gekommen sind. Denn nie zuvor in der Geschichte unseres Heimatlands kamen so viele Menschen, die heute hierher nach Oberwart zu einer Auftaktveranstaltung. Und das ist eine Machtdemonstration des Team Burgenlands. Ich freue mich, dass ihr alle hierher zu unserer Auftaktveranstaltung gekommen seid. Liebe Burgenländerinnen, liebe Burgenländer, ich bin überwältigt. Ich habe mir so etwas nicht vorstellen können. Das ist ein gutes Zeichen. Um in Kärnten Kaiserwetter zu bekommen, muss es ab und zu auch nieseln. Denn nieseln heißt fruchtbarer Boden, Produktivität und auch manchmal das notwendige Zusammenstehen. Es macht mich sehr stolz, bei euch sein zu dürfen. Und diese Stimmung mitzuerleben, Hans Nistl hat dieses Bundesland zum Erfolg geführt. Ich weiß, die Burgenländerinnen und Burgenländer, egal wo ich sie treffe, sie sind stolz auf Hans Nistl. Lieber Hans, was du geschafft hast, das sucht seinesgleichen in Österreich und in Europa. Alles erdenklich Gute. Heute mit dieser Veranstaltung beginnt der Wahlkampf im Burgenland. Ich sage das ganz bewusst, denn es sind nur mehr 7 Wochen und es geht darum, ob die Sozialdemokratie den Landeshauptmann stellt oder ob es eine Koalition gegen uns gibt. Das ist die entscheidende Frage. Und deswegen bitte ich und ersuche ich euch, die Menschen sollen wählen gehen. Zeigen wir in den nächsten 7 Wochen, dass wir präsent sind. Reden wir in der Familie, reden wir beim Verein, reden wir am Stammtisch, gehen wir in die Häuser, überzeugen wir die Leute. Gemeinsam werden wir es schaffen, 18 Mandate zu erreichen, den rot-goldenen Weg fortzusetzen und die Erfolgsgeschichte unseres Heimatlandes Burgenland fortzuschreiben. Ich bitte euch um eure Unterstützung. Gemeinsam werden wir es schaffen. Freundschaft. Wie weltweit nach jeder gelungenen Veranstaltung üblich, gab es abschließend noch das Gruppenbild und anschließend haben wir noch die Menschen zu Hans Nistl befragt. Ich bin für Hans Nistl, weil er für die Zukunft unserer Kinder ist. Also ich bin für Hans Nistl, weil er so alles, was er sagt, das macht er und das will er durchführen. Und heutzutage finden wir wenig Politiker, die das wirklich so durchführen. Ich bin für Hans Nistl, weil er für meine Ausbildung ist. Ich bin für Hans Nistl, weil er auf uns Frauen schaut. Warum Hans Nistl? Weil er der Beste ist. Ja,